So, herzlich willkommen zurück. Und seitdem ich das letzte Mal gemerkt habe, dass man diese komischen Mutantenviecher nicht immer alle bekämpfen muss, versuchen wir das jetzt auch mal. Letztes Mal haben sie uns zum Schluss leider noch gesehen. Und wir versuchen jetzt mal irgendwie da durchzukommen, ohne dass sie das, dass sie uns sehen. Wir schauen mal, da laufen sie. Gesehen? Können wir irgendjemand sagen, wo ich lang muss? Wenn ich das hier mache. Was ist denn, wenn ich die leise töte? Merken die das? Ich kann die Viecher echt leise töten? Wie awesome ist das denn? Ich dachte, das checken die immer gleich. Na gut, wenn das so ist. Dann machen wir davon natürlich Gebrauch. Ich dachte, das merken die gleich, wenn ich einmal schieße. Na gut, das ist natürlich wieder praktisch. Hätte ich das mal früher gewusst. So, jetzt wurde auch gespeichert. Na gut, dass wir eine schallgedämpfte Waffe bei haben, ey. So, es wurde auch wieder gespeichert. Sehr schön. Wow. Oh Gott. Moment. Aua. Aua. Was macht man da? Ich renne mal einfach ein bisschen. Okay, jetzt haut das wieder ab. Alter, wir haben nicht mehr so viel Muni, ne? Wollte ich nur mal anmerken. Scheißendreck, ey. Aber es wurde wieder gespeichert. So. Okay, kurzer Besuch im Zimmer. Alter Vater, ey. Also das hat schon ganz schön in sich, sag ich euch. Dunkel, Nebel. Muss ich hier lang? Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich lang soll. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier weiter. Und nu? Oh Gott.
Ist das viel hin? Oh Gott, ein verlassenes Einkaufszentrum oder was? Oder Büro oder was das hier ist? Schon nicht. Wenig angsteinflößend. Huch. Oh. Eine Kirche. Ja. Die sehen mich ja gar nicht. Was ist denn das? Eine AK mit Magazinerweiterung? Könnte sein, wa? Warte mal, ich tausche mal kurz. Tatsächlich, 45 Schuss drin. Nice. Aber auf der anderen haben wir ein Visier. Naja, das Visier können wir nochmal dran schrauben, aber die Magazinerweiterung ist schon ziemlich nice. So, ich glaube, wir sind schon relativ weit. Ich denke, da kommt noch irgendwie ein Endkampf, oder? Mit dem riesen Vieh da. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. So, wo geht's denn jetzt hier weiter? So. Wo geht's? Ja, hallo? Was? Oder vielleicht gar nicht hier oben lang? Hä? Hier unten sieht's auch nicht so aus, als wenn es hier. Lol. Hä? Was? Habe ich keinen Saft mehr? Oh. Na gut, wir sehen auch eigentlich ohne Nachtsichtgerät ganz gut, aber... Hä? Hier geht's irgendwie auch nicht weiter. Müssen wir doch oben lang? Verdammt, die Filter! Hör ich sie jetzt nicht? Nicht da hoch. Hm? Komm, jetzt bin ich hier schon so nah. Geht's hier raus? Achso, ja, man könnte doch einfach hier runterspringen. Da sind sie. Bin dabei. Ja, genau. Es war so klar, ne? Es war so klar, sag ich euch. Darf ich nicht ins Wasser? Huch. Oh. Okay, also ich darf gar nicht ins Wasser. Das ist ja doof. Wo bin ich denn jetzt? Ach hier. Okay, jetzt kommt der Große. Ja, was macht man da? Bisschen brennen vielleicht? Na, wir schauen mal. Los, den Kampf werden wir jetzt wohl auch noch irgendwie schaffen hier, oder? Den Großen angreifen. Aber...
Aua. Gott, nachladen. Ich brauche noch Muni. Ich muss ja noch meinen Filter wechseln. Ich glaube es auch. Oh Gott. Aua. Aua. Aus. Haben wir ihn? Oh Gott. Welche Munition habe ich gerade drauf? Die gute? Das erste Mal, dass ich so einen Riesen gesehen habe. Alter, jetzt lass mich darüber. Komm, Jungs. Oh, meine Fresse, ey. Dieses Spiel, sage ich euch. Komm, noch Muni, ey. 6 Schüsse haben wir noch hier. Hier haben wir noch ein paar. Gott, wir brauchen unbedingt Muni irgendwie. Schein dich zu sehen. Komm rein. Hier ist es sicher. Ja. Alter Vater. Komm schon rein. Boah, bin ich froh, bei denen zu sein, sage ich euch. Oh. Ich hatte dich im Visier. Hat uns ja eiskalt zurückgelassen, ne? Eiskalt. Das war mit das Schwerste bis jetzt, fand ich. Ich bin froh, Anna zu sehen. Meine Kratzbürste. Sie hat endlich mit den fiesen Scherzen aufgehört. Vielleicht schämt sie sich dafür, ihren Partner auf dem Schlachtfeld allein gelassen zu haben. Das wird es wahrscheinlich sein. Oder nicht? Man munkelt. Oh. Ich habe dich vorher nicht ernst genommen. Aber Hunter, er hat von Anfang an dich geglaubt. Ich habe Zeit dafür gebraucht. Ich habe es nicht verstanden, bis ich dich in Aktion gesehen habe. Und ich hätte dich fast umgebracht. Du machst es mir nicht leicht, Artyom. Ich höre jetzt erstmal auf. Geh weiter und mach dich bereit. Die Jungs kommen bald und wir gehen alle zur Oktyabriskaya. Okay. Es wäre echt cool, wenn wir jetzt mal irgendwie hier so im Team mal fighten könnten. Nach dem ganzen alleinigen Rumgeballer hier. So, was haben wir denn jetzt hier? Der Schwarz ist an der Oktyabriskaya. Erreiche die Käse. So, was haben wir hier? Muni. Sehr schön. Ein bisschen chillige Musik hier am Arbeitsplatz. Oh, ist schön. Übrigens, ein reisender Waffenhändler hat hier übernachtet. Ja, natürlich. Du kannst also einen Blick auf deine Ware werfen. Das ist eine großartige Idee, Mädchen. Hilf einem alten Mann. Was ist das? Wie transportiert ihr eigentlich die ganzen Waffen, wenn ich mal fragen darf? So, Munition. Was ist das hier eigentlich? Scharfschützenmunition. Ja. Also wir müssen kaufen. Wir müssen kaufen. Auch wenn das jetzt ziemlich teuer ist, aber. Es ist unglaublich. Seit 10 Jahren nichts als Rauschen. Und dann oh Gott, haben wir jetzt gerade viel Geld ausgegeben, ey. Also ich finde, man muss jetzt hier in dem Teil irgendwie. Also, ich weiß nicht. Da fehlt mir ein bisschen mehr die Munition, habe ich das Gefühl.
Das ist Schnee. So, kann man hier eigentlich. Kann man noch ein Visier aufpacken sogar? Reflexvisier, IR-Zieloptik. Schalldämpfer für Schrotflinte, verlängerter Lauf für die Schrotflinte. Okay. So, hier hätte ich eigentlich gerne wieder ein Ziel drauf, aber zweifach Zieloptik. Packe ich hier vielleicht mal einen Schalldämpfer drauf? Nee, brauche ich eigentlich nicht. Großes Magazin haben wir ja bereits. Laservisier brauche ich nicht unbedingt. So, jetzt habe ich hier kein Visier mehr drauf. Brauche ich das unbedingt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich lasse es. Wir haben jetzt so viel Geld gerade ausgegeben. Aber gut, dafür ist das Geld ja auch da, ne? Darf man auch nicht vergessen. Na gut, komm. Die AK ist ein guter alter Freund von mir. Deswegen. Packen wir es mal auf. Oh, hier im Dunkeln. Das ist natürlich auch nicht schlecht, aber. Ich glaube, ich nehme trotzdem das Reflexvisier. Ja, komm. So. Ja, hier ist ja schon sowieso fast alles drauf. Wir haben ja fast 100 jetzt ausgegeben. 100, also Geld hier so. Warst du schon mal in den Katakomben? Nur einmal. Richtig alte Kirchenkatakomben. Keine Ahnung, wie alt die sein könnten. Die haben sogar die Atombomben überlebt. Ein paar Leute von der Kirche haben sich darin während des Krieges versteckt. Aber sie sind einfach verschwunden. Oder, naja, die Leute erzählen so manches, weißt du? Du meinst die dicke Mama? Huch. Sind unsere Jungs schnell. Oh, wer ist das? Pass gut auf, nur für den Fall. Passwort. Straßensperre. Das ist ein alter. Ich kenne diese Stimme. Scheiße, ich komm nicht drauf. Moment mal. Könnte es Lesnitsky sein? Was geht denn jetzt ab? Holy crap. Wer ist Lesnitsky? Anna, was für eine Überraschung. Ich bin kein Verräter. Ich war von Anfang an nicht auf deiner Seite. Den nehmen wir mit, das reicht. Nein! Bewegung. Hm. Also Freunde wieder weg. Wunderbar. Na supi. Achso, ich muss. Achso, in die Katakomben geht's jetzt. Ja, aber das dann erstmal hierzu. Das war's für heute hier mit Let's Play Metro, Last Light. Scheißendreck, ey. Jetzt habe ich mich gerade gefreut, dass wir ein bisschen mit dem Team mal umherstolzieren können oder schwupps, wart wieder weg. Hm, na gut. So schnell kann's gehen, wa? Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen um 15 Uhr wieder hier an Ort und Stelle. Haut rein, bis dahin. Tschüss.